Hi zusammen und ich freue mich einfach, euch nochmal zu begeistern mit diesem Video. Also, heute geht es um HTML YouTube. Ich bringe euch bei, wie ihr ein YouTube-Video anbinden könnt, und zwar auf eurer Webseite. Und die Webseite sollte einfach ein responsives Design einfach sein. Und zwar, wir haben verschiedene Beispiele hier einfach schon gemacht und ich würde gerne euch zeigen, wie ich das erreicht habe. Wir gucken ein bisschen in unsere Code, dann sollten Sie einfach merken, wir haben alles in einem Container einfach so gemacht. Und hier merken Sie, wir haben einfach mit unserem Fenster einfach begonnen. Also, unsere Videos sind in einem Fenster und das Fenster hat eine Breite und eine Höhe. Und das ist, was wir hier definiert haben. Also iFrame, Sie merken schon, das ist in einem Fenster. So können Sie einfach Ihr Video in einem Fenster einfach tun. Und sofort merken Sie, alles ist ganz, ganz gut da. Sie können natürlich nochmal zum Beispiel nicht nur die Höhe und die Breite definieren, sondern Sie müssen auch so ganz genau nochmal die Quelle des Videos angeben. Und hier ist es auch sehr wichtig zu definieren, ob Sie zum Beispiel wollen, dass das Video ganz automatisch startet oder nicht. Hier habe ich zum Beispiel gesagt, das Video sollte nicht ganz automatisch startet, aber wenn Sie das haben wollen, dann sollten Sie einfach eine 1 hier ansetzen. Und wenn die Besucher einfach auf ihre Webseiten landen, dann wird einfach das Video gestartet. Also das Video wird automatisch einfach gestartet. Wir gucken hier, also dann, das ist das Beispiel, Sie merken, das Video wird ganz sofort einfach gestartet. Damit ich erklären kann, wie es weiter so geht. Und hier merken Sie auch hier, das ist das zweite Video und das habe ich auch in ein Fenster einfach reingetan. Und ich habe auch die Breite des Fensters einfach angegeben und die Höhe des Fensters auch angegeben. Und hier die Quelle, wo unser Video einfach hier ist, habe ich auch angegeben und danach merken Sie einfach, das hier ist unsere ID, Video-ID, also was Sie hier sehen. Und danach kommt einfach nochmal hier an einen entscheidenden Punkt. Wir haben zum Beispiel gesagt, das Video wird einfach nicht so automatisch startet und das Video wird einfach nur einfach einmal gespielt. Und hier haben wir auch gesagt, wir wollen kein Border haben, also die Rahmen wollen wir einfach nicht haben. Wenn Sie die Rahmen haben wollten, dann sollten Sie zum Beispiel hier einfach angeben, wie groß es sein sollte. Und wenn Sie fertig sind, dann machen Sie all die Fenster wieder zu und dann sofort bekommen Sie einfach so ein Beispiel. Also das ist für das zweite Beispiel. Für das dritte Beispiel habe ich zum Beispiel, Sie merken schon, ich habe in zwei Reihen, die Videos in zwei Reihen einfach getan und Sie können auch in drei Reihen, das ist für die zweite Reihe. Und dort habe ich nur einfach diese Padding Left einfach geändert und diese Padding Top einfach geändert. Und damit die Videos einfach so in Reihen sind, wie ich mir gewünscht hätte. Also man kann auch in vier Reihen einfach die Videos haben oder in fünf Reihen, aber ich wollte einfach in zwei Reihen, wie Sie auch sehen. Also das hier ist die erste Reihe und die zweite Reihe kommt da, wie Sie auch sehen. Und für das dritte Video ist es auch genauso. Da haben wir zum Beispiel nochmal genau definiert in unserem Fenster und dann haben wir die Breite definiert, die Höhe definiert und dann die Quelle des Videos haben wir auch hier angegeben. Und hier haben wir auch gesagt, wir wollen zum Beispiel keine Rahmen einfach haben. Also so können Sie einfach die Sache definieren, wie Sie haben wollten. Und von daher freue ich mich einfach, dass Sie dabei waren. Und freue mich einfach, dass Sie auch meine Videos weiter einfach mit Freunden so teilen.